Hallo und herzlich willkommen hier bei Erikas Selbstgemacht. Schön, dass du auf meinen Kanal vorbeischaust. Ich möchte heute eine Wickeltorte machen mit Erdbeersahne. Alle Zutaten findest du unten in meiner Videobeschreibung. Thank you.
Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken der Wickeltorte mit Erdbeersahne. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr mir einen netten Kommentar hinterlässt oder einen Daumen hoch. Und damit ihr nie mehr was verpasst auf meinem Kanal, abonniert ihn und drückt die Glocke. Dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal hier bei Selbstgemacht. Servus!